Ja, herzlich willkommen, ihr Lieben. Ihr seid bei Mofan VR, heute mit dem Zwerg Sorox, bekannt von dem YouTube-Kanal Zwerg Sorox VR Mine. Und wir schauen uns heute mal das Spiel Blair Witch VR auf der PlayStation an. Ich spiele das Ganze auf einer PlayStation 4 Pro und bis jetzt muss ich sagen, sieht das alles hier sehr, sehr gut aus. Also wir sind jetzt quasi hier in diesem Startmenü, in diesem Startpunkt, wo ich hier meinen Hund habe und verschiedene Halsbänder, die ich auswählen kann. Ich das jetzt hochnehme. Nee, will nicht. Gut. Was haben wir denn hier für freie Bewegung, Controller, Komfortmodus brauchen wir nicht. Gehen wir mal auf Speicher. Nehmen wir an, das soll Speichern heißen. So, jetzt kann man es greifen. Jetzt hat sich es gewechselt. Ah, braucht man einfach nur berühren, dann wechseln quasi die Halsbänder. Jetzt nehmen wir ein grünes. Ich nehme lieber ein gelbes. Signalfarbe, sieht man nicht wenigstens. Und hier haben wir verschiedene Fotos, aber die scheinen jetzt keine. Ach so, oder färbt sich denn da der Hund? Ja, der Hund färbt sich tatsächlich. Ist ja genial. Ich so einen weißen Hund. Jo, nehmen wir dich. So, mal hier. Ein Stift, der malt. Cool. Ich spiele das Ganze übrigens. Ah, hier. Mit der rechten, unteren rechten Taste kann man sich ducken. Cool. Und der Hund sieht sehr, sehr, sehr gut aus. Muss ich sagen. Sehr schick. Sehr schick. Kann man hier auch malen? Nee. Hier kann man nicht malen. Kann man hier malen? Tatsächlich. Na, mit ein bisschen Gefühl. Gar nicht so einfach hier. Rup. Soll eigentlich ein Mo heißen. Egal. Gut, starten wir mal das Spiel. Neues Spiel. Leute, das sieht echt knackenscharf aus. Jetzt sehen wir einen Film. Also der Film sah jetzt echt sehr nice aus, sehr stimmig, auch der Bildrand dazu. Also da kann man nicht meckern. Jess, hey, yeah, it's good to hear from you. I didn't think you'd call. Yeah, well, neither did I, to be honest. Guess we're both full of surprises. So what are you up to? Did you hear about the missing kid? I'm joining the search. Oh, wow. Okay. Do you think
that's a good idea. Why wouldn't it be? You know why? You know what? Never mind. You're right. Maybe I shouldn't have called. No, Jess, wait. I'm glad you did. Listen, I'm almost there. I'll call you later, okay? All right. Just be careful. That's our stop, buddy. Na, das sind wir doch. So freie Bewegung hatte ich in den Einstellungen leider nicht gesehen. Oder? Nochmal gucken. Nicht, dass ich euch was hier vom Schwan erzähle. Steuerung. Ja, das ist klar. Gameplay. Ja, das ist auch klar. Aber... freie Bewegung, freies Drehen habe ich hier leider nicht dabei. Oder? Doch, hier oben? Vielleicht, ich will jetzt gar nichts Falsches sagen. Freie Drehung. Doch, es geht doch. Entschuldigung. Da hatte ich was Falsches erzählt. Fortsetzen. Jawohl, schon wesentlich besser. Es war langsamer, aber es geht. So, wie sieht denn das Ganze hier aus? Es sieht eigentlich sehr gut aus, muss ich sagen. Ja, macht einen sehr guten Eindruck. So, wo ist denn unser Hund hin, der mir die ganze Zeit hier anbellt? Gut, hier geht's nicht lang. Also das Auto sieht sehr scharf aus. Auch hier, also hier flimmert nichts, muss ich wirklich sagen. Das sieht echt super aus. So, Hündchen, was ist denn los hier? Okay, let's get moving. Sorry, let's find this kid. He's been through enough already. Aha, hier kann man also hin und her schalten. Not now. I'll give him a call once I'm in the forest. Okay. Das ist jetzt hier bei mir. Okay, sehr schön. Interessant. Also das sieht alles sehr, sehr gut aus, muss ich sagen. Also hier flimmert gar nichts. Also hätte ich jetzt nicht gedacht. Also hier ist echt flimmerfrei. So, mal gucken, was haben wir hier Schönes. Vermisst. Dokumente werden mit Notiz. Okay, greifen wir doch mal nach hinten. Und da ist es auch schon. Das Notizbuch. Okay. Da haben wir noch was. Hat er natürlich das Falsche gegriffen. Okay. Ein Donut. Nee, will nicht funktionieren. Oh, Wasser. Komm mal her, ja. Kann ich das so? Was fallen lasse, geht's bei mir ins Inventar. Sehr schön. So, wo bist du denn, mein Kleiner? Da bist du. Sieht echt gut aus, muss ich sagen. Also auch mit diesen Sonnenstrahlen hier. Die Pfeife. Okay, die Pfeife. Wo ist denn hier die Pfeife? Da. Mensch, Pfeife, Sitz. Ah, hier werden die... Oh, gut. Süß, wie die Nase sich da bewegt. Herrlich. Ich glaube, er hat was gewittert. Und deswegen folgen wir ihn jetzt auch ganz schnell. Oh, das sieht richtig gut aus, muss ich sagen, hier. Es war jetzt nicht die hochauflösende Textur hier, ja. Aber es ist alles knackenscharf. Ja, was zur Hölle ist das hier? Ja, lustig. Bist du jetzt schon wieder, mein Hund? Also Glück habe ich dir ein helles Halsband gegeben. Okay, das kann man bestimmt öffnen hier. Das, also gibt ein schönes Feedback bei den Move-Controllern. Und wieder ein schöner Film. Das haben sie aber gut gemacht. Thank you.
Platz. Blair Witch VR. Ja, so bis jetzt sieht das echt alles sehr nice aus. Bin positiv überrascht. Auch jetzt, klar, es ist nicht die hochauflösende Textur, aber dafür ist alles knackenscharf. Kein Geflimmere. Super. Das kommt jetzt hier, okay, Funkgerät. Bop. The note said to use channel 2. Das ist Kanal 2. Ellis to base. Did you copy? Ellis, what are you doing out here? Joining the search party. Ellis, if you think you got some obligation to be here, you don't. I mean, I know it's his brother and all. Sir, I'm here to help. That's all there is to it. Bullets with me. If he catches the scent, he'll lead us straight to the kid. You got a point there. You think you're up for it? Your health issues, they're not gonna be a problem. Sir, I'm not gonna screw this up. Not this time. Yeah, well, all right then. Just stay in the rear. Make sure we haven't missed anything. Roger that. Over now. Okay. Time to get to work. Also der Hund, muss ich ehrlich sagen, der ist, sieht so super aus, ist der Wahnsinn. Vor allem, wenn er da steht und so schön schnüffelt. Peter, not the search party, buddy. We're taking a detour. Don't you think he saw something? It's probably just a raccoon, but, yeah. I told you it was not a raccoon. Great, a bear then. Wo ich aber sagen muss, dass mir das Bähen mich ein bisschen stört, wenn... Oh. Well, they've already searched this area. Wo ist er jetzt? Da. Oh, das sieht schon gespenstig aus. Ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut, mein Großer. Oh, man kann es sogar schön streicheln. Herrlich, wie die Ohren dann wackeln. Ja, okay. Na, dann bring's mal her. Komm, bring's her. Wie war das? Ja, Glocke. Ja, okay, macht er automatisch. Ja, ist ja gut. Braver Junge. Can you follow the scent? Come here, boy. Rück näher zum Bullet, vielleicht kann er die Witterung aufnehmen. Ah, okay. Na dann, los. Großer, los. Also ich muss sagen, das Gebelle, das ist schon ein bisschen nervig auf die Dauer. Vor allem, wenn man dann halt mal lesen will oder gucken will. Aber es macht einen guten Job. Nur bei der Schrift, wenn man sich halt bewegt, dann ist sie leicht verzerrt. Aber das ist wirklich Meckern auf ganz hohem Niveau. Weil wenn ich mir angucke, wie knackenscharf das hier alles aussieht. Respekt. Wo ist er? Ist schon wieder ein Gebüsch hier. Warte doch mal hier. Ah! Ja, so schnell geht's. Wo ist er jetzt? Bullet! No, not now. Get a grip, Ellis. Ain't gotten this far. Giving up now.
Das ist sehr atmosphärisch hier. Was haben wir hier? Fetzen. Okay, calm down, Alice. Everything's fine. It's all in your head. Was ist das? Hier flackert's, hier flackert's. Und hier bebt die Erde. Oh, 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 was ist los? Boah, erschreck mich doch nicht so. Yeah, look who decided to show up. Don't leave me like this, okay, buddy? I can't be alone out here. What's it, boy? Did you find something? Ah, so we're still on Peter's trail. Good. Aha. Lead on, buddy. Geisterzustand. Kann man auch rennen hier? Nee. Ist ja gut. Ich bin doch schon hinten auf dem Weg. Oh, es klingelt ja schon wieder. Can anyone hear me? Ja. Hey, hey. Hey, Jess. No, it's, I'm fine. It's, under control. Doesn't sound like it. Alice, maybe you should... No, I said I'm fine! Yeah, of course you are. Now listen, I think I saw something. I gotta go. I'll call you later. I'm sorry, Jess. Also ich muss sagen, die Brücke gerade eben, das sah richtig, richtig gut aus. Und auch dieser Nebel hier alles, das ist sehr atmosphärisch. Oh. Ohne Falle. Ja, schön wieder. Hund einen hier anbellt, so nach dem Motto, mach hin, Härchen. Hab mich den ganzen Tag Zeit. Is that a campsite? Jetzt gucken wir erstmal die Kamera. Zack. It's pretty beat up, but yeah, I think it still works. Maybe you should... No, I'm fine. I'll deal with it. I just need a little more time. Ellis, what you need is help. I could have managed. Ellis, I can't do this anymore. What? What is it this time? What, I wasn't smiling enough? Didn't say I love you for 5 fucking minutes? Jesus Christ, Ellis. Do you even hear yourself? Yeah, I can hear myself just fine. And I can see the way you look at me. Like I'm a fucking loser. A sick little puppy for you to look after. Oh, why, Ellis? Get over yourself, Ellis. Be a man for once. Oh, yeah, there it is. There it is. I hope you can figure it out, Ellis. I hope you can finally forgive yourself. I tried to help you, but I just can't be around you anymore. Go ahead. Get out! Leave me the fuck alone! Introduce you to someone. Bullet, meet your new partner. He's been through a lot, just like you. What? Sir, I can't. Well, you got something else going on right now? Just take the damn dog, Ellis. Yeah, yes, sir. Schick. Sieht echt gut aus.
Aber herrlich, wie schnell die Kapitel hier fertig sind. Did I pass out? Boy? Oh, ist ja shit. Gut, ich nehme es ja schon. Huch, wo sitzt denn? Ach ja, okay. Oh, Leute, das ist so atmosphärisch hier. So. Ah, man kann die sogar. Ist ja cool. Man kann das also umstellen, dass man es. Mensch, ist so im Körper. Cool. Das macht's natürlich. Machen wir mal aus, nicht, dass das Ding auf einmal noch Batterien braucht. Ist ja gut, großer, ist ja gut, großer. Weißt du was? Ich bin froh, dass. Oh, kommt alles auf einmal, ey. Aber ich muss sagen, die Schrift ist jetzt hier, wenn man es ein bisschen weiter weghält, nicht so gut zu lesen. Jetzt ist sie wieder glockenscharf. Nee, Video schließen. Was haben wir da jetzt wieder gemacht? Okay. Ja, good dog. Leute, 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 das ist schon sehr, sehr atmosphärisch. Taschenlampe? Ne, Psychosette. Taschenlampe. Drehen wir das Ding wieder. Hier hat doch alles geleuchtet gerade. Haben wir schon mal was zu essen? Okay, wenn ich die Taschenlampe in der Hand habe, kann ich nicht in die Hocke gehen. Das ist ja schon mal krass. Stiefel. Also das ist echt sehr... Für die Taschenlampe. Sehr atmosphärisch. So, hier leuchtet was. Taschenlampe wieder wegnehmen, so, dass ich das hochheben kann. She was so bummed when I told her that I didn't actually eat them in space. Okay. No, sorry, buddy. You know chocolate is bad for you. Genau, keine Schokolade für den Hund. Oh, das sieht aber auch atmosphärisch aus, meine Güte. Okay. Also ich kann nur hoch, wenn ich nicht die Taschenlampe in der Hand habe. Macht ja einen Schatten? Nee, Schatten wirft der Hund leider nicht. Meine Hand? Nee, auch nicht. Schade, schade, schade. Das wäre natürlich jetzt noch ein Null. Also das wäre natürlich jetzt der Oberhammer gewesen. Das sieht schon echt genial aus. So. Kommt unser Freund mit? Ja, da ist er ja schon. Sehr, sehr atmosphärisch. Also tagsüber hat man jetzt nicht so viel Schiss, ja. Also nachts ist das ja hier, mein lieber Mann, ey, du. Sehr, sehr bedrückend. Dadurch, dass man auch kaum was sieht, was vor einem hier raus ist. Er leuchtet was. It's okay, buddy. Everything's okay. I hate when people do that. Ja, verschwindet einfach nur. Oh, was ist los? Was ist los? Der Hund reagiert. Oh, oh. Jetzt. Es ist schon krass. Was haben wir hier? Höre auf Bullets und beobachte in der Gruppe. Es ist der erste, der. Okay, ihr habt es gesehen. Ich hatte schon vorher. Drauf jetzt reagiert. Wo ist er denn? Okay, also sollten wir vielleicht nicht dahin gehen? Oder doch? Ich weiß es nicht. Ich das jetzt anfasse. Was sieht da was? Menschenhand gemacht. Okay. Oh Gott.
es scheint jetzt weg zu sein. Der Hund hat sich beruhigt. Denke ich jedenfalls. was ist los hier? Hund, wo bist du? Ach, Gott sei Dank, da bist du ja. Ach, mein braver Kerl. Aber ich muss sagen, in dem Spiel ist der Hund Gold wert. Ja, egal wie, in dem Spiel ist der Hund Gold wert. Lass doch die... Von hier aus sind wir doch... Wie sind wir hier gekommen? Ich weiß es nicht mehr. Nee. Aber es ist aber auch sehr atmosphärisch, ey. Genau, da sind wir doch hier... Nee. Sind doch von hier... Sind wir nicht von hier gekommen? Hund, wir sind doch von... Genau, so ist es doch... Hä? Orientierung verloren. Ja, ich bin bei dir. Ich bin bei dir. Ja, ja, ja. Ah, wir laufen mal. Mal gucken, was hier so kommt. Ha. Das ist ja atmosphärisch, ey. Stimmt, glaube ich, jetzt hier in die falsche Richtung. Ist im Kreis gelaufen. Okay. Was ist das hier? What is this? Egal was, erstmal einsammeln war. Unser Zelt. Können wir nicht schlafen, bis morgen früh und gut ist. FM 2176. Oi. Great. First it's witches and curses. Now what? The commando? Ja, das wirkt schon. Aber das hat schon was. Hund, wo geht's lang? Da hoch? Da lang oder da lang? Hm? Komm, wir gehen mal. Du willst da lang? Oder? Wo willst du lang? Komm, wir gehen mal hier lang. Das sieht schon so gespenstig aus hier. Vielleicht haben wir ja Glück, es geht hier nicht weiter. Okay, hier scheint es wirklich nicht weiter zu gehen. Drehen wir uns mal wieder. Das sieht aber auch echt gut aus, ey. Also ich glaube, wenn der Hund nicht dabei wäre, dann hätte ich hier noch mehr Panik. Also es ist sehr, sehr atmosphärisch, das Ganze hier. Ich weiß nicht, ob ich jetzt hier schon lang gelaufen war oder nicht. Foto. Das ist eine gute Frage. Zeigst du mir die richtige Richtung? Müssen wir nach da oder müssen wir nach da? Was für Befehle habe ich hier? Such, genau, such. Ah, er sucht doch nicht suchen. Aber es ist aber auch sehr, sehr bedrückend hier. Ah, hier war das Ding. Okay, also laufen wir wieder im Kreis. Da können wir eigentlich zurücklaufen. Und nehmen einfach einen anderen Weg. Komm, ein großer. Komm. Das Wasser sieht aber nicht aus wie Wasser. Das sieht schon aus, als ob das hier irgend so eine Bleibrühe wäre. Aber ey, das ist Meckern auf ganz hohem Niveau. Der Hund macht hier echt einen super Job, muss ich sagen. Links, wenn es nach links geht. Genau, gehen wir mal hier lang, mein Guter. Mehr als verlaufen können wir uns doch nicht. Glaube ich. Oh, das sieht aber auch verdammt gut aus, ey. Verdammt gut.
Also der Hund, der trägt auch mit dazu bei, dass man ein bisschen kirre wird, wenn er so guckt. Also es ist echt eine verdammt gute Atmosphäre hier. Ui, hat er mich angestupst, der Hund. Hä, jetzt laufen wir schon wieder im Kreis. Du willst da hoch? Okay. Du willst mir sagen, dass wir hier lang müssen. Denke ich doch mal. Ich glaube, ich habe gerade was gehört, bin mir aber unsicher. Der Hund macht einen auch wirklich irre. Ja, mit dem Hund ist das so eine Sache. Also einerseits gibt er einen ein bisschen Sicherheit, dass man nicht alleine ist, aber andererseits mit seinen Zeichen, die er eingibt, kann er auch einen irre machen. Da kriegt man schon ein bisschen Panik. Ja. Mal hier. Oh. Ja, wir laufen bestimmt einen Kreis. Also ich habe mir das Spiel vorher noch nirgendwo angeguckt. Da hast du schon wieder uns erzählt. Oh Gott. Wir laufen nur im Kreis. Hat sie irgendwo geblinkt? Nee. Das ist aber auch spannend, ey. Hm. Ja, nicht zusammenklappen. Hello. Keine Antwort. Alice to base. Alice to base. Do you copy? We must be out of range. Okay, außerhalb der Reichweite. Anyone? Na gut. Jetzt muss er doch weg. So, wir sind da lang gelaufen. Wir sind da lang gelaufen. Laufen wir einfach mal den Weg hier zurück, wo wir theoretisch von Anfang an gekommen sind. Und gucken mal, was da ist. Da war ich vorhin, glaube ich, lang. Wir laufen jetzt mal hier lang, Hund. Komm. Genau, da sind wir vorhin gekommen. Das war die Falle. Immer an der gleichen Stelle flackert diese Taschenlampe hier und ich mache so einen kleinen Satz. Wow. Das finde ich jetzt mehr unheimlich als alles andere in diesem Spiel. Also dieses, also dieser kleine Bereich hier scheint irgendwie leicht verbuggt zu sein. Oder man soll jetzt hier so lang laufen? Nee. Schade. Auf jeden Fall dieser kleine Bereich, da teleportiere ich mich immer sonst wohin. Was ich immer ein bisschen komisch finde. Aber es ist aber auch ein großer, heller Bereich hier. Bestimmt ein besonderer Bereich. Gut, genug im Kreis gedreht. Taschenlampe. Ist mir auch schon lang gelaufen, oder? Ist wirklich nur immer wieder ein Kreis. Ist ja komisch. Da haben wir wieder das. Irgendeinen Befehl geben für den Hund. Jetzt bellst du auf einmal, ja? Jetzt bellst du auf einmal. Na gut, ich bin da. Aber wenn ich jetzt hier... Nenn ich Fuß. Such. Suchen. Snack. Such. Naja.
Such. Ja, okay. Du bist... Ach so, ich laufe vielleicht in die falsche Richtung, oder? Ja, das ist stehen geblieben. Aber er geht jetzt vor. Oder auch nicht. Ich dachte schon, jetzt geht's richtig ab hier. Gut, wieder unser schöner Campingplatz hier. Was sollen wir machen? Was habe ich übersehen? Also er ist ja hier happy. Er freut sich ja hier. Also muss doch irgendwas hier sein, was wir noch machen müssen. Oder sollen. Was essen oder kochen? Nee, glaube ich nicht. Man kann auf jeden Fall die Pfanne hochheben. Hab schon mal eine Waffe. Eine Bratpfanne. Das macht die Sache doch wesentlich einfacher. Ja, wir können auch sehen. Jo, eine große Pfanne. Bam. Hat denn die Kamera noch was für uns? Bestimmt muss man irgendein Video finden oder so. Ah, man kann mit den Knöpfen von den Controller hin und her spulen. View, view, view. Okay. Was ist denn das? Das ist ja cool. Okay. Vielleicht sieht man jetzt die Welt ganz anders. Nochmal. Das war ja, wie habe ich das jetzt gemacht? Kamera. Kann man da irgendwas? Vielleicht nehme ich das jetzt auf oder so. Kann, ey, das ist ja cool. Das ist ja cool. Kurz mich befreien hier. Das ist ja cool. Vielleicht. Okay. Gehen wir den Weg halt nochmal lang. Diesmal im Kameramodus. Jetzt hier lang, mein Freund, ja. Ui, 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 ui. Als ob das vorher schon nicht irgendwie atmosphärisch war, aber mit der Kameraansicht hier wird es noch mal um einiges hier. Jetzt habe ich die Kamera aus. Schade. Ich will die Kamera noch mal. Es hat mir doch sehr gefallen. Ja, muss zurückspulen. Wenn ich dann jetzt die Kamera so aufsetze, würde das gehen? Ne, da sieht man die Videosequenz nicht so. Hätte ja sein können. Das war jetzt so ein Gedanke von mir. Aber ey, das sieht aber auch cool aus. Ohne Mist. Also quasi wie so eine Art Nachtsichtgerät. Wenn zwar auch nicht jetzt so top, aber ey, wenn die Kamera, also wenn mein Buddy dieses Licht auf einmal so rüberschwingt, ja, da kriegst du schon auch so einen kleinen Schockmoment. Sehen wir jetzt was anderes mit der Kamera? Genau, gucken. Nee, sieht nicht so aus. Verrückt. Ja, momentan hänge ich in dem Spiel. Das war die Stelle. Ist hier irgendwas, was ich übersehen habe? Irgendwas. Irgendwas? Nee. Löst nicht aus. Der Hund will da lang. Gut, gehen wir da lang. Okay, Sackgasse. Kann ich hier lang laufen?
glaube... War bestimmt der Hund, war bestimmt der Hund. Gut, okay. wir sind mal, glaube ich, auch schon mal lang gelaufen. Ja, sieht so aus. Immer die gleiche Stelle hier, ey. Habe ich irgendwas im Rucksack oder so? Oder gibt es da sowas im Rucksack hier im Menü? Dass man hier irgendwas hinhängen kann wieder. Das ist dann... Naja, gut. Wo habe ich sowas? Ich habe eine Kamera, ich habe eine Trillerpfeife, ich habe ein Walkie-Talkie. So. Jetzt habe ich es kapiert. Man muss unbedingt in der rechten Hand die Pfeife nehmen, damit man diese Befehle dem Hund geben kann. Also alles wird mit der rechten Hand hauptsächlich quasi gemacht. So, er guckt den Baum an. Okay. Ja. Was nun? Also er ist hier. Und nun? Was für ein hübscher Junge, was? Was suchst du jetzt oder suchst du jetzt nicht? Also irgendwas scheint da wohl zu sein. Also, ohne Scheiß, jetzt habe ich Gänsehaut. Irgendwas ist mit diesem Baum. Oder? Großer? Oder ist hier... Oh! Oh! Was auch immer das jetzt gerade war. Das ist unheimlich. Und auf einmal das Bild... Was ist jetzt schon wieder schwarz? Aber warum wird das hier schwarz? Darf ich hier nicht langlaufen, oder was? Aber hier ist doch ein Weg, der lang geht. Das finde ich jetzt... Also wenn ich das richtig sehe vom Hund her... Ist doch hier im Weg, oder? Da geht's doch runter. Kann ich doch drüber laufen, oder? Nee, macht's Spiel schwarz. Da dann irgendwie rum oder so. Egal. Aber es ist schon extrem stimmig, ey. Also er zeigt immer nach da. Vielleicht kann ich hier so rumlaufen, aber da war ich vorhin schon, wo ich mal so rumlaufen wollte. Könnt ihr euch dran erinnern? Ey, diese Ecke hier ist irgendwie, ich weiß nicht, total verbuggt. Jetzt war ich gerade wieder voll hier in diesem Felsen reingeschnippt. Wo ich da noch gar nicht so weit war. Aber ist hier irgendwas, wenn der so ausschlägt, der Hund? Auf der Seite vielleicht? Nee. Boah, ist das gruselig. Also die Atmosphäre stimmt auf jeden Fall in diesem Spiel. So, tritt auf. Bullet, such. Bullet. Such, such, such. Jetzt kommt er nicht raus, wa? Oder ist da was? Das sieht nicht gesund aus, was du da machst. Nichts. Okay, dann machen wir diese Befehle mal an verschiedenen Punkten. Das muss doch die Lösung sein, ey. Wie gesagt, mit der rechten Hand könnt ihr die Befehle geben. Mal gucken, wenn ich jetzt hier das Befehl gebe, such. Hund, bist du da? Hund. Bullet. Da würde er jetzt nicht einfach bei den Steinen sich da jetzt verhakt haben. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Bullet. Bullet. Tatsächlich, er hat sich hier... Es ist ja blöd. Okay, also das Spiel hat noch leichte Ecken und Kanten. Ja, yeah, good dog. Ja, bist ein guter Hund. Aber kannst du irgendwie zu mir kommen? Stay close to me.
Er will, aber er schafft es nicht. Schade, 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 schade. Ja, meine Lieben, das soll es erstmal gewesen sein für die First Impression. Tut mir leid, dass ich an dieser Stelle jetzt quasi schon abbrechen muss mit dem First Impression Video. Eins sei gesagt, das Spiel ist sehr, sehr, sehr atmosphärisch, gefällt mir sehr gut. Vor allem auch unser Partner, der trägt im positiven und auch im ängstlichen Verhältnis dazu bei, das Spiel nochmal atmosphärisch komplett aufzuwerten. Die Grafik sieht echt top aus. Also texturmäßig jetzt nicht so, aber es ist hier null Kantenflimmern. Es ist alles sauber. Da gibt es nichts zu meckern. Also ich kann das bis jetzt für jeden Gruselfan auf jeden Fall empfehlen. Und ich werde dieses Spiel auf jeden Fall auch weiterspielen. In diesem Sinne wünsche ich euch allen noch einen wunderschönen Tag. Und nicht vergessen, wer ist der Beste? MoveHunt VR.